Hi. Ja, der Hans-Heiner Anders von Anders Schärfen und Schleifen hat aufgefordert, mal zu zeigen, wer das schärfste Messer hat. Und bei ihm kann man gewinnen, dass man sein Messer schleifen lassen kann. Für 25 € wert. Ich hinterlasse euch auf jeden Fall das Video von ihm unten drunter. Der Stefan 123321 hat gut vorgelegt. Mit 14 Schnitten. Der Schnorris 58 hat schon mit 18 Schnitten vorgelegt. Der Jochen hat, glaube ich, der GM Knife hat, glaube ich, mit 6 Schnitten vorgelegt. Also, ich weiß nicht, ob ich das damit so gut schaffe oder nicht. Aber ich habe hier meine Papierteile. Versuchen wir es mal. Ich werde von oben nach unten schneiden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, dann mache ich mal mit einem neuen weiter. Acht Schnitte. Ich zeige gleich auch, wie die Schnitte genau aussehen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie fuddel. Na? Acht, neun, zehn, elf. 12, 13, 14, 15, 16, 18. 19, 20. Seht ihr, es sind glatte Schliffe. Glatte Schnitte, nicht glatte Schliffe. 20, 21, 22, 23, 24. Nehmen wir mal einen neuen. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30, 31, 32, 33, 34, ja, 34, 34 Schnitte. Ich zeig mal jetzt die Schnitte, die ich gemacht habe, damit die auch wirklich alle in Ordnung sind. Seht ihr, 1. Der fliegt raus. Ne, der ist auch gerade. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Warte mal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, diese kleinen Schnibbel nehme ich weg, 33, 34, ja, und der 35. ist abgeschnitten. 34 Schnitte habe ich geschafft. Sagt mir Hans-Heiner Anders, ob die Schnitte richtig gemacht wurden oder ob die falsch von mir gemacht wurden. Ich kann noch mal zeigen, wie ich die gemacht habe. 34 zählen jetzt. Na, ich zähle keine dazu. Das sind meine 34 Schnitte mit dem Messer. Ich habe das so gehalten und so durchgeschnitten. Ist richtig, ne? Auf jeden Fall. Alles klar. Also 34 Schnitte habe ich richtig gemacht. Und ja, hoffe, es war alles korrekt. Das habe ich mit einem Opinel Nummer 8 gemacht, das ich selber geschärft habe. Ja, und wollte mal kurz meine Meinung dazu sagen, ne, zu deiner Challenge. Freue mich, dass du sowas machst und wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Heute haben wir den 23.06., also ein schönes Wochenende noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Hans-Heiner Anders.